Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Das verspricht einiges. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Wie ist dein Eindruck von der Heimmannschaft, Buschi? Andere Vereine wären glücklich über ihre aktuelle Position, aber ihre Ansprüche sind nun mal höher. Insofern kein Wunder, dass sie mit dem bisherigen Saisonverlauf überhaupt nicht zufrieden sind. Sehr guter Einsatz. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau. Chance zur Führung. Das Ding müssen sie machen. Es bleibt beim 0-0 und ich glaube, da wird der Trainer unzufrieden sein. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Einer der Spieler scheint sich hier verletzt zu haben. Und deswegen unterbricht der Schiri auch kurz das Spiel. Der verletzte Spieler hat jetzt das Spielfeld verlassen. Und die Partie wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Sie verlieren den Ball. Von ihm erwarten wir heute einiges. Ja, mit 3 Treffern in den letzten 3 Spielen, da ist er natürlich auch heute einer, auf den wir mal schauen sollten. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Fabian Frei. Ball läuft da gut jetzt. Ganz souverän hier vom Torhüter. Ballverlust. Da haben sie jetzt den Ball. Der Ballverlust. Das ist ein Foul. Freistoß. Ganz wichtig. Er hält den Ball fest. Gute Gelegenheit. Da verlieren sie den Ball. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Nun Schönbächler. Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Was für ein Pech bei diesem Eigentor. Aber das ist das Risiko, wenn du dazwischen gehen willst, dann fälschst du auch mal einen Ball unglücklich ab. Hier nochmal dieser Treffer. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Da wäre jetzt Platz. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse.
Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Und jetzt der Schuss. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Das war die große Chance, die Führung weiter auszubauen. Fahrlässig vergeben. Also, diese Chance wird er so schnell nicht vergessen. Ich glaube, fast am Ende war es auch eine Frage der Nerven. Es ist ja alles offen. Und er macht das Ding nicht. Also, das sieht man selten. Sophie. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Jetzt haben Sie den Ball. Ballverlust. Jetzt ist der Platz da. Kevin Bua. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. Noch liegen sie hier vorne und die Fans tun alles, damit das auch so bleibt. Pass kommt. Den Schuss setzt er knapp daneben. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Ihm fehlt so ein bisschen die Bindung zum Spiel. So kann er kein positiver Faktor sein. Chance zur Führung. Das Ding müsste... Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Keine Diskussion, berechtigter Freistoß hier. Was macht er draus? Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Jetzt müssen sie aufpassen. Flanke jetzt. Flanke bleibt hängen. Kevin Bua. Sophie. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Unglaublich. Was war das denn? Hat ja gar nichts gestimmt. Rückspiel jetzt in Richtung Toyota. Und jetzt die Chance. Und das ist das Tor, sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Das war sein Fehler. Und das weiß er auch. Und jetzt muss er aufpassen, dass er sich nicht im restlichen Spiel ablenken lässt. Hier nochmal dieser Treffer. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Stocker. Der Ballverlust. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Macht er gut. Er geht abseits. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball.
ganz schwacher Pass. Ball draußen. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Wiedner. Der Versuch. Stocker. Wiedmer. Valentin Stocker. Wiedmer. Ja, das hätte was werden können. Ballverlust. Klasse Pass. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Schönes Zuspiel hier. Sie haben Platz. Da ist die Flanke ins Zentrum. Aber da steht kein Mitspieler für diese Hereingabe. Beim FC Zürich wird es einen Wechsel geben, Buschi. Ja, und ich bin gespannt, wie das dann gleich auf dem Rasen aussehen wird. Auch in taktischer Hinsicht. Jetzt die Ecke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Jetzt ist es gefährlich. Gute Aktion. Er holt sich den Ball. Der Wechsel jetzt also beim FC Basel. Warten wir mal ab, wie sich diese Umstellung dann im Spiel auswirkt. Die Ecke kommt. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Den Ball hat er noch berührt, aber gereicht hat es nicht. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Und das ist der Ballverlust. Da, tolles Zuspiel. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt vielleicht. Und das Tor. Sie sind das bessere Team heute und auch dieser Treffer ist verdient. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Jetzt ist es vorbei, der Schiri pfeift ab. Riesenjubel auf dem Rasen, Riesenjubel auf der Tribüne. Man spürt förmlich, das war ein extrem wichtiger Sieg, Buschi. Ja, ist ja völlig klar, das sind einfach extreme Rivalen. Unheimlich viel drin in diesem Spiel. Und diesen Sieg, den werden sie gebührend feiern.
Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich. Was macht er draus? Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Unglaublich. Was war das denn? Hat ja gar nichts gestimmt. Rückspiel jetzt in Richtung Torhüter. Und jetzt die Chance. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Die Ecke kommt. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Tolles Zuspiel. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt vielleicht. Und das Tor. Sie sind das bessere Team heute und auch dieser Treffer ist verdient.